Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe den ganz spontanen Impuls, betreffend der Energie in Sachen Liebe fürs kollektive Feld eine Legung zu machen. Ja? Für die Zeit der Sommersonnenwende. Also jetzt. Ja. Gestern war die. Aber diese Energie streut ja aus. Na? Diese Energie streut ja aus. Es ist ja eine Zeitphase der Sommersonnenwende. Was darfst du in Sachen Liebe wissen? Auf was sollst du achten? Beziehungsweise zuallererst, schau mal, in welcher aktuellen Situation in Sachen Liebe du bist, damit du weißt, ob du mit diesem Orakel mit dieser Tarotlegung überhaupt in Resonanz gehen könntest. Du weißt, das ist eine kollektive Legung und kann und soll in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung ersetzen. Gell? Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, sei so lieb und trage das entsprechend um. Ganz lieben und herzlichen Dank. Deine aktuelle Situation jetzt. Jetzt, wo du dieses Video, diese Legung aufrufst. Irgendwie so in der Phase der Sommersonnenwende 2024. Wie ist deine aktuelle Situation in Sachen Liebe? Diese Legung ist für all diejenigen, die sich, Verzeihung, mein Kater, macht sich da gerade bemerkbar, von einem Mann entfernen, gerade entfernen oder kürzlich entfernt haben. Sie haben sich aufgemacht, diese Zielgruppe, vielleicht auch du, für diese Legung, zu einem leichteren, fröhlichen Leben in Sachen Liebe, voller Genuss, voller Freude, die drei der Kelche, aber auch zu einer Energie der Stabilität, der Kontinuität. Also eine Veränderungsphase. Weg vom Ex, König des Schwertes auf der Ex, an den man noch immer wieder vielleicht denkt oder vielleicht hast du an ihn noch gedacht. Und es ist vor allem auch so ein gedankliches Loslassen, ja, mit den Sechs der Schwerter. Gut. Wenn du sagst, ja, ich bin jetzt echt gedanklich los von ihm, dann bleib gern dran. Was darfst du wissen genau jetzt zur Sommersonnenwende? Was ist da jetzt wichtig für dich in Sachen Liebe?
Cool. Die Brille. Auf dich wartet eine wunderschöne Chance. Vom Universum, siehst du? In Sachen Liebe. Oh. Eine Chance, hoppla, auf Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit, Langfristigkeit, erdig. Also es wird dann, also du hast die Möglichkeit so, dass du in Sachen Liebe das erleben kannst, umsetzen kannst, real, aber auch die emotionale Erfüllung erlebst. Diese beiden Chancen werden dir gereicht. Vom Schicksal, vom Universum. Okay? Es kann sein, dass das so stark ist, so heftig, so mächtig, dass du kalte Füße kriegst, dass du momentan denkst, oh Gott, das ist mir jetzt für Hilfe. Wie das wirklich? Das Ass der Münzen war da. So war die Reihenfolge. Unbewusste Ängste zeigen sich da. Ein paar so schöne Karten. Also wenn du da wirklich in Resonanz bist, dann kann ich, dann freue ich mich so für dich. Es ist wirklich, die Zeit hält jetzt für dich wirklich den Erfolg bereit. Die 6. Stäbe. Das ist definitiv ein Kontakt. Jemand, der dir erobern möchte. Und es ist so Energie, so eine Chance im Feld, was, wo du dich wirklich ausruhen kannst. Gelassenheit, Wohlfühlen, die Neuen der Kelche, zurücklehnen, emotional, was du genießen. Tja, das Unbewussten. Steigt diese dieses oi, oi, ich mache mich besser aus dem Staub auf, ja. Obwohl diese Möglichkeiten so schön sind. Und wie wir zuerst gesehen in dem ersten Teil der Legung, du bist ja ganz bewusst aus dem Gedankenfeld, geistig auch von einem Mann, hast du dich wegbewegt, um einfach wieder Spaß zu haben, dich wohlzufühlen und so, ja. Unsicherheiten, ja. Schwanken, gefühlsmäßiges Schwanken. Warum schwankst du denn? Schauen wir uns das mal an, gell? Warum schwankst du? Moment. Weißt du, es ist so ein Glaubenssatz, so ein Gedanke, dass dich eine Liebesbeziehung, es ist ein Gedanke, weil du erscheinst als Königin der Schwerter, ja? Diese Unsicherheit. Ja, dieses
hin und her und oh Gott, wie komme ich da irgendwie aus dieser wunderbaren Energie, wo alles so toll und schön ist wie Hilfe. Ja? Auf einmal wird es ganz, ganz verunsichert erkennen. Kann sein, dass so unbewusste Ängste aufsteigen. Ja? Und das ist so, so sagen es die Karten, wenn du da eben resonierst, dass so ein Gedankenkonstrukt ist, beziehungsweise auch aus dem, was du zurückgelassen hast, ja, dass dich deine Erfahrung war, dass dich deine Erfahrung gelehrt hat, du die Erfahrung gemacht hast, dass eine Liebesbeziehung, also wenn zu viel Emotionen dabei sind, die 10 der Kelche, dass dir das in der Überlastung, Überbeanspruchung bringt oder gebracht hat. Ja, das ist unbewusst. Wie gesagt, das ist eine kollektive Legung, ja. Also es wird nicht für alle passen, ja. Aber unbewusst ist es so in dir, in dein Emotionalkörper, ja. Und daher dieses, oh Gott, wie komme ich wieder so schöne Chancen, die da sind, aber wie komme ich da irgendwie raus? Ja, dadurch dieses eigentlich so ambivalente Gefühl, ja, weil eigentlich ist es wunderbar, also nicht eigentlich, sondern super, ja, wunderschöne Karten. Das heißt, Liebe, Liebesbeziehung, Emotionen sind so gleichgeschalten mit oi oi. Dann ist absolute Überforderung und mir ist alles zu viel. Was könnte dir denn da zu viel sein? Jetzt liegt wieder dieser Mann. Also das hat mit dem Ex zu tun. Ja? Was war denn das überfordernd? Na, da ging gar nichts mehr. Der Gehängte. Also es ist so, dass du sehr viel geopfert hast, so dass es dich komplett überfordert hat. Ja? Was könntest du tun? Was ist ein Impuls, dass wenn diese unbewussten Ängste hochkommen, dass du das so vielleicht neutralisierst, damit du diese wunderbare Energie, ja, genießen kannst, die zur Sommersonnenwende aktiv wird für dich und so 2-3 Wochen im Feld ist. Ja? Nimm der Zeit die Mäßigkeit. Nur nicht stressen. Wenn das hochkommt, dann schalt einen Gang zurück. Mach langsam. Okay? Was ist dann für Energie? Statt dieser kalten Füße und Schwankungen emotional, was ist dann für Energie? Dann bist du klarer. Dann bist du klarer. Also es ist so eine geradlinige Energie dann. Es ist nicht so eine schwankende Energie, sondern eine sehr klare, geradlinige, straighte Energie, ja. Als dieses Hin und Her, man weiß nicht, woher das kommt und Jesus na und oh Gott, und wie kann ich da irgendwie rauskommen, weil überall ist Überforderung, weil das kennen wir schon und so, sondern es ist im Emotionalkörper, ja, weil du gehst ja vom Emotionalkörper her, die 8er Kelch, aber der wandert ja darüber. Das heißt, der Emotionalkörper ist viel klarer, reiner,
Es ist so eine klare Wahrnehmung, wie es dir gefühlsmäßig geht. Ja? Und das Tempo verlangsamen. Wenn so Schwankungen kommen, das wäre eine Idee, ein Impuls der Karten. Und jetzt haben wir den König der Kelche gehabt. Ah, jetzt ist er weg. Er hat sich kurz gezeigt. Ein Mann mit Herz, also jeder Mann hat Herz, aber der die Liebe wirklich lebt. Sympathisch, sehr einfühlsam. Wartet vielleicht auf dich. Gut, ich wünsche dir eine segensreiche Sommersonnenwende-Zeit und eben auch die nächsten, die 2-3 Wochen, die darauf folgen. Ich danke dir für dein Like, für das Abonnieren von meinem Kanal, für deinen Kommentar. Pass bitte gut auf dich auf. Viel, viel Segen für dich. Stella.